Ja, guten Morgen, liebe Patienten. Eine wichtige Frage, die häufig auch gestellt wird: Was muss ich bei blutverdünnenden Medikamenten vor einem operativen Eingriff, zum Beispiel einer Zahnentfernung oder einer Implantation, beachten? Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Patientengruppen. Das sind einmal die Patientengruppen, die ASS 100 zur Prophylaxe nehmen, die vielleicht die nächste Gruppe sind die Gruppen mit Clopidogrel zum Beispiel als Gerinnungshemmer, und dann gibt es die dritte Gruppe, die entweder Marcumar nimmt oder die neueren Präparate wie Lixiana, Eliquis, Pradaxa, Xarelto und so weiter. Alle drei unterschiedlichen Klassen gehen mit einem unterschiedlichen Blutungsrisiko einher, natürlich auch immer in Abhängigkeit vom Ausmaß des Eingriffs. Wichtig ist uns, dass es ein Erstgespräch gibt, in dem wir mit dem Patienten besprechen können, welche Medikamente nimmt er, was ist bei ihm geplant, und dann kann man einschätzen, ob überhaupt ein Absetzen der Medikation notwendig ist. In den meisten Fällen ist es nämlich im Gegensatz zum Furiermanagement so, dass man lieber die Medikamente weiterlaufen lässt, weil ja eben die Grunderkrankung, die Herzerkrankung, der Herzklappenersatz, Bypässe oder ähnliches, vielleicht auch ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder ähnliches, sehr schwerwiegende Ereignisse sind, sodass es besser ist, den Eingriff anders zu planen, besser zu planen und einfach die Medikamente weiterlaufen zu lassen. Wir machen es so, dass wir mit dem Patienten den Eingriff besprechen, dass wir grundsätzlich eher Termine auf den Vormittag legen, dass wir im Vorfeld vielleicht Verbandsplatten anfertigen, dass wir mit dem Hausarzt mit und auch die Medikamente absprechen, uns die Gerinnungsparameter zukommen lassen und dann zum geplanten Termin den Eingriff durchführen, eine Blutstillung herbeiführen, die Wunde mit speziellen Wundauflagen versorgen, die einfach eine Blutung vermeiden. Es gibt auch Verödungstechniken, Nähte, und dann kommt man in der Regel ohne eine große Medikamentenumstellung, die ja auch belastend ist für den Körper, zum gewünschten Ergebnis, kann den Zahn entfernen, und es kommt in aller Regel eben nicht zum Nachblutungsrisiko oder Nachblutungsübel, wie wir das nennen. Ganz entscheidend ist also, wenn Sie blutverdünnende Medikamente nehmen, dann schreiben Sie sich auf, welche dies sind, teilen Sie uns dies mit, vereinbaren Sie erst ein Erstgespräch, setzen Sie die Medikamente nicht eigenmächtig vorher ab, sondern besprechen Sie mit uns, was notwendig ist. Wir planen dann den Eingriff mit Ihnen zusammen so, dass möglichst wenig Komplikationen auftreten können und Sie dann auch beruhigt in den Eingriff reingehen können. Falls weitere Fragen sind, kommen Sie in der Praxis natürlich gerne auf uns zu. Sie können auch uns telefonisch erreichen. Kommentare und Ähnliches können Sie in dem Newsfeed natürlich gerne hinterlassen. Vielen Dank.